Hallo und herzlich willkommen bei Grizzles Delicious. Wir zaubern heute total leckere Erdbeer-Tartlets und wie ihr die hinbekommt, damit die aussehen wie vom Bäcker, verrate ich euch in meinem Video. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es immer total, wenn man so kleine süße Törtchen hat. Ein kleines Mini-Törtchen reicht dann pro Person. Und belegen könnt ihr das Ganze natürlich nicht nur mit Erdbeeren, sondern einfach mit dem Obst eurer Wahl oder als Deutschlandflagge passend zur EM. Und als erstes bereiten wir den Mürbeteig zu. Nicht wundern, den bereite ich quasi in doppelter Menge zu. Die andere Hälfte frieren wir dann ein. Und wenn ihr dann Lust habt auf leckere Tartlets, geht das Gericht noch viel, viel schneller, weil ihr den Teig quasi schon fertig habt. Also würde ich sagen, zeige ich euch mal die Zutaten für den Teig. Für den Mandelmürbeteig benötigen wir einmal 240 Gramm kalte Butter, 120 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz, außerdem noch ein Teelöffel Vanilleextrakt, ein Ei der Größe M, dann 380 Gramm Dinkelmehl Typ 630 und 120 Gramm Mandeln gemahlen, am besten frisch gemahlen. Ich habe mich heute für die Zubereitung im Thermomix entschieden, einfach weil ich die Mandeln zuvor schon gemahlen habe für unser Rezept. Und somit quasi der Mixtopf schon schmutzig ist. Und die Zubereitung im Thermomix ist ganz, ganz einfach. Wir geben nämlich einfach nur alle Zutaten in den Mixtopf und lassen das Ganze für 30 Sekunden auf Stufe 5 verkneten. Jetzt geben wir den ganzen Teig einfach nur auf die Frischhaltefolie. Ihr könnt natürlich auch einen Teller nehmen und den dann abdecken, also so wie es euch, wie ihr es am liebsten mögt. Und packen den dann luftdicht ein und lassen den dann für eine Stunde in den Kühlschrank ruhen, damit er komplett auskühlt. Wichtig ist, dass der Teig nicht ganz so dick ist, also ich versuche den so flach wie möglich zu drücken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Zwischenzeit nutzen wir jetzt schon mal, um die Zutaten für den Pudding vorzubereiten oder ja, schon mal vorzubereiten und natürlich auch die Backförmchen. Ich zeige euch jetzt gerade mal meine Tartlettform. Die hat einen Hebeboden und ich muss sagen, ich achte immer bei Tartformen darauf, dass die einen Hebeboden haben, damit man sich nicht ärgert, wenn man den rausholt. Und wenn die noch ganz neu sind, müssen wir die auch nicht einsprühen. Hier ist so eine Anti-Haftbeschichtung und die lösen sich super raus. Und Mürbeteig ist natürlich auch sehr fettig. Da braucht man kein Fett zum Einsprühen. Der Mürbeteig, der ist jetzt schon schön kalt. Jetzt bemehlen wir unsere Arbeitsfläche leicht, geben dann die Hälfte des Teiges drauf. Die andere Hälfte zwirbel ich einfach wieder ein und gebe die in den Gefrierschrank. Und wie gesagt, hebt die dann quasi für später irgendwann auf, entweder für Plätzchen oder für leckere Tartlets. Oder eine große Tarte, dafür könnt ihr den Teig natürlich auch benutzen. Und dann rollen wir den Teig auf 5 mm Stärke aus. Da könnt ihr jetzt entweder Teighölzer benutzen oder ich habe einen integrierten Rollstab mit außen so Scheiben dran. Und so kriege ich dann quasi gleichmäßig den Teig ausgerollt. Ganz, ganz wichtig oder der wichtigste Tipp auch für Plätzchenbacken ist, dass man den Mürbeteig ausrollt, oben dann Mehl drüber streut und dann mit einer Winkelpalette das Ganze unter den Teig zieht. So löst er sich dann ab. So, den Teil haben wir jetzt schon mal geschafft mit dem Ausrollen. Und jetzt passt es perfekt, wenn ihr einfach die Tartform, die ihr habt, benutzt und alle einfach ausstecht
und die in die Tartform reingibt. Und dann drücke ich das Ganze mit der Hand einfach den Rand ein bisschen hoch, weil man bräuchte quasi einen größeren Kreis, um den bis oben hinzufüllen. Aber deswegen habe ich mich für eine Teigdicke von 5 mm entschlossen. Dann wird er automatisch etwas dünner und dann haben wir am Ende 3 mm ungefähr von der Dicke. Und jetzt wandern die ganzen Tartlets auf dem Backblech. Ich tue da einfach immer so eine Dauerbackfolie drauf. Die benutze ich nicht direkt zum Backen, sondern nur für so, wenn ich eine Form quasi mit drauf gebe, damit man die ständig wiederverwenden kann und nicht immer Backpapier wegwerfen muss. Und dann wandert das Ganze in den heißen Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 15 bis 16 Minuten. Das ist jetzt abhängig davon, wie euer Backofen ist. Ich würde auf jeden Fall den Timer immer auf 15 stellen und dann eher schauen, ob die eine leichte Bräunung bekommen haben oder nicht. Und danach lassen wir die Tartförmchen einfach abkühlen. Puddingcreme, die gibt es bereits schon auf meinem Channel. Da bereite ich für die Menge, die wir benötigen, einfach nur die Hälfte zu. Das ist quasi meine Pudding Basic Cream. Ich zeige es euch natürlich jetzt nochmal und die Zutaten. Für die Puddingcreme benötigen wir einmal 240 Gramm Milch, 22 Gramm Stärke, 50 Gramm Zucker, ein bisschen Vanilleextrakt und 75 Gramm Butter. Da benutze ich Süßraumbutter. Die Puddingcreme bereiten wir so vor, wie es auch in einem anderen Video beschrieben ist. Wir nehmen einfach nur ein bisschen von der kalten Milch, geben die in die Stärke und die restliche Milch erhitzen wir im Topf. Wenn die Milch heiß ist, vermischen dann Stärke und die kalte Milch miteinander. Ganz wichtig, dass man die kalte Milch benutzt, damit da keine Klümpchen entstehen. Geben dann unter ständigem Rühren das Ganze in die heiße Milch rein. Wichtig, dass ihr da jetzt ständig rührt, damit wir keine Klümpchen kriegen. Und wenn der Pudding dann schön angedeckt ist, stelle ich den Herd aus, gebe dann die Butter rein, schmelze die und dann ist es auch schon fertig. Und dann geben wir das Ganze einfach esslöffelweise auf unsere Tartlets drauf. Jetzt können wir die Tarte so verfeinern, wie ihr es am liebsten mögt. Ich finde das Ganze fruchtig total lecker und mache deswegen jeweils einen Esslöffel Erdbeermarmelade drauf. Ich war leider noch auf keinem Erdbeerfeld, deswegen habe ich leider die gekaufte Marmelade. Wenn ihr natürlich frisch gekochte Erdbeermarmelade habt, könnt ihr die natürlich die eigene benutzen. Und was aber auch, glaube ich, sehr, sehr lecker schmeckt, ist, wenn man Schokolade schmelzt. Da würde ich Zartbitterschokolade nehmen. Oder weiße? Ja, weiße ist auch sehr lecker mit Erdbeer. Da könnte man einfach Schokolade schmelzen und dann einfach in das Innere bepinseln. Das schmeckt bestimmt auch super gut. Also wenn ihr Zeit habt, könnt ihr die Schokovariante nehmen, wenn es schneller gehen muss, die Erdbeermarmeladenvariante. Dann bestreicht ihr den Boden einfach damit ein wenig. Dann geben wir da den Vanillepudding drauf und jetzt obendrauf. Könnt ihr es quasi so machen, wie ihr es am liebsten mögt, die Erdbeeren. Man kann die in Stücken oben drauf schneiden als Ganzes, was ich aber optisch nicht so schön finde. Was super, super schön ist, wenn man ganz feine Streifen drauf macht. Und die kriegt man am besten mit dem Eierschneider hin. Ihr könnt natürlich aber auch einfach mit dem Messer schneiden, das geht auch. Und ich lege das Ganze dann einfach fächerförmig auf die Törtchen drauf. Für die Fertigstellung benötigen wir einmal, hier habe ich 500 Gramm Erdbeeren,
Je nachdem, wie viel oder wie voll ihr die Tartlets macht, benötigen wir 500 Gramm. Wenn ihr nicht so viel drauf macht, dann reichen auch 250 Gramm. Die sind bereits gewaschen und das Grüne habe ich entfernt. Dann benötigen wir Erdbeermarmelade. Da benutze ich die passierte und den Tortenguss zum Sprühen. Oder ihr benötigt ein Päckchen Tortenguss zum Selbstanrühren. Und jetzt verrate ich euch meine Geheimwaffe, wenn es schnell gehen muss. Damit ihr keinen Tortenguss oben drauf zubereiten müsst, weil die Erdbeeren trocknen sonst aus und sehen dann auch nicht lecker aus, muss man quasi eine Art Tortenguss drauf machen. Und wenn ihr das nicht habt, ich zeige euch das mal. Von Decochino ist das ein Sprühtortenguss. Damit geht es total fix, ist wirklich super. Man sprüht das einfach nur drauf und es ist vor allen Dingen ganz dünn drauf. Wenn ihr das nicht habt, dann gibt es auch Tortenguss mit Erdbeergeschmack, extra für Erdbeerboden. Das ist super lecker. Und dann bereitet ihr einfach das zu und gibt es oben drauf. Dann haben wir schon geschafft. Wir sind schon fertig. Diese kleinen Erdbeerteilchen schmecken super lecker. Lagert sie am besten im Kühlschrank. Wenn die gekühlt sind, schmecken die super gut. Die eignen sich natürlich auch perfekt zum Verschenken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim Genießen. Das Rezept findet ihr wie immer unten in meiner Infobox. Ich hoffe, ihr folgt mir und gebt mir auch fleißig Herzchen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns zu meinem nächsten Rezeptvideo. Bis dann. Tschüss.